Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Hof Gneisel, unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach an einem Ostermontag. Ich glaube, heute ist Ostermontag. Ich wünsche euch frohe Ostern an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet und habt eine schöne Zeit aktuell mit euren Familien. Ja, wir haben in der letzten Folge hier vom Maschinenring unseren Pöttinger von Austria Design mal zur Leihgabe gehabt. Gutes Ding, Arbeitsbreite vielleicht nur einen Zacken größer, was ich nicht gesehen habe. Ich glaube, ich hätte das hier ein bisschen weiter noch rausfahren können, bin ich mir nicht sicher. Werden wir uns dann einfach mal bei Gelegenheit noch genauer anschauen. So, was machen wir heute? Natürlich, es geht Schlag auf Schlag, Freunde. Wir müssen jetzt natürlich das Ganze in eine vernünftige Schwad legen. Und da ist es so, wir sind eh gerade beim Maschinenring. Ne? Wir haben keinen Schwader aktuell. Und deswegen nehmen wir direkt wieder den Pöttinger mit. Und legen dort wieder eine kleine Schwad. Wir lassen nur kurz ein bisschen Luftleere, bevor wir wieder in den Staub rein müssen. So, gleich wieder Handbremse anziehen. Das muss ich mir jetzt direkt mal merken, dass ich mir da grundsätzlich direkt schon mal die Handbremse anziehe. Denn wenn wir das Ganze einklappen und hochfahren etc., dann kann ich das mit dem Handgas so ein bisschen mehr steuern, beziehungsweise ich muss mir das noch ein bisschen genauer angucken. Mit dem Handgas aktuell mache ich das ganz normal mit dem regulären Gas. Ob da ein Unterschied ist, keine Ahnung. Gut. Ich habe das letztes Mal so gemacht und wir sind jetzt auch wieder genau gleich unterwegs. Wir haben jetzt 16 Uhr, roundabout. Und schauen einfach wieder, wie lange wir benötigen. Und anhand dem werden wir unsere Rechnung bezahlen. So, also die Rehe, die können sie im nächsten LS wegen mir weglassen. Oder das irgendwie über eine Nachtmesh steuern, dass sie wirklich nur im Waldgebiet rumrennen. Mittlerweile zum Beispiel die Ostseeküste, die haben das ja rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Damit da einfach gar keine Rehe rumrennen, finde ich tatsächlich die bessere Lösung, anstatt hier immer so innerorts und was weiß ich, die Dinge rumspringen. Gut. Also ich muss sagen, es läuft gerade richtig, richtig fein. Die Aufnahmesession, ich gehe mal davon aus, die endet nach dem Video und dann warte ich erstmal so ein bisschen ab, was euer Feedback ist. Aber bis dato bin ich sehr zufrieden, das mit den Ballen hat super geklappt und auch jetzt mit der Pachtmod, damit wir uns die Wiese gepachtet haben, mit den Fahrzeugen und so weiter, das hat aktuell alles relativ Hand und Fuß. Ich muss es ja immer in Relation setzen, ne, für meine Verhältnisse. Ihr kennt mich, Chaos wird bei mir groß geschrieben, aber ich glaube, das ist eine der ja, 6 Folgen jetzt ungefähr, wo einfach nichts passiert ist. Nichts. Es tut mir leid. Ich glaube, der eine oder andere Abonnent, der verschwindet jetzt bald, weil hier nichts mehr Schreckliches passiert. Gut, also, da sind wir. Wir klappen erstmal auf, aber ich meine, ich glaube, die Richtung brauchen wir. Einmal ausklappen das Ganze. Wir haben eine reguläre Schwad, glaube ich, drin. So, einmal ausklappen. Genau, wir ziehen es von links außen rein in die Mitte. Dann schalten wir das Ganze mal an. Und dann können wir loslegen. Jo, das passt soweit. Dann ziehen wir unsere Schwaden mal ganz kurz hier durch. Und dann werden wir auch hier in Ballen pressen mit Netzfolie. Muss ich, glaube ich, beim nächsten Mal noch auffüllen. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo eine rumstehen. Na, ich glaube, wir haben sie zu viel gekauft und die haben wir irgendwo eingelagert. Meine ich zumindest. Und die packt man dann auf jeden Fall, würde ich sagen, in den Unterstand mit rein. Da habe ich ja das Ballenlager mit eingebaut.
Das habe ich einfach platziert, fertig. Das könnt ihr in-game platzieren, das ist kein großes Hexenwerk. Und da nehmen wir die dann einfach mit rein, weil ich habe sonst irgendwann die Befürchtung, dass wir eventuell so viel Ballen haben. Ich habe nicht die Erfahrung mit so vielen Ballen. Ich weiß nicht, wie gut da der LS dann arbeitet. Müsste ich mal einen Sascha fragen. Er ist ja sozusagen der Ballenkönig des LS. Aber wir packen es einfach rein und dann hat es seine Ordnung. Und dann ist es soweit okay für mich. Ja, ich schätze, von Arbeitsaufwand und von der Zeit her wird es ähnlich wie der Wender. Wir haben dieselbe Arbeitsgeschwindigkeit. Vielleicht müssen wir ein, zweimal mehr hoch runterziehen, aber ich glaube, es wird sich gleich aufgehen. So, der Lehn dann einmal markiert, wenn ich. Und dann ziehen wir das vollends rüber. Da finde ich es wieder schwierig. Ne? Ich möchte da gucken, dass hier dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Auffangnetz, im Idealfall auf der Schwart liegt, dass ich da eine richtig schöne dicke Schwart kriege. Aber es ist gar nicht so einfach. So die Breiteneinschätzung. Klar, du orientierst dich na klar eher nach vorne, anstatt immer nach hinten zu gucken. Zumindest geht es mir so. Hier habe ich jetzt wieder das Bremsen. Ne? Ab und zu bremst er einfach so. Einfach, weil er Bock hat. Keine Ahnung. Das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Ich glaube, man merkt auf jeden Fall die Steigerung so über die Zeit. Ich glaube, wir müssen mal so eine kleine Reaction machen auf mein allererstes LS-Video. Auch wenn es unangenehm ist, ne? Ich kann mich ja selber nicht reden hören. Es ist schrecklich. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber wir müssen mal eine Reaction machen. Mein erstes LS-Video. Und dann merkt man, glaube ich, schon die Steigerung. So, ziehen wir das noch ein bisschen schön hin. Oder auch nicht. Gut. Dann müssen wir hier runter, ne? Ich muss überlegen. Ich muss wieder auf der anderen Seite. Ich muss wieder auf der anderen Seite runter. Ich würde jetzt nämlich gerne so gut es geht gerade Bahnen fahren. So gut es geht, ne? Weil ich habe immer das Thema nachher mit der Ballenpresse, sobald es in die Kurve geht, lasse ich doch immer das ein oder andere Muckesäckele liegen. Und da ist halt das Problem, der Schwab. Ne? Der Schwab, der alte Geizhals, der will eigentlich nichts liegen lassen, aber nachher die Brücke lässt zusammenrechen, das will ich dann auch wieder nicht. Deswegen sind mir eigentlich die geraden Bahnen dann immer am liebsten. Passiert am wenigsten. Die Schwabe, das ist schon schrecklich. Lebensinhalt spare. So, kriege ich da noch ein bisschen was rübergezogen. Rentiert sich das? Eigentlich nicht wirklich, ne? Naja. Machen wir einfach. Hirn aus. Schafe. Ja, ich glaube, das Wetter am Ostern war, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr das Video seht, ist es, glaube ich, ganz gut. Ich
vermute mal, dass ich schon den Grill angeschmissen habe. So ein bisschen angrillen. Ich weiß, für die Profis unter euch, es gibt kein schlechtes Wetter fürs Grillen. Aber ich bin leider Gottes so ein Schönwettergriller. Ich bin auch ein Schönwetter-Stadiongänger zum Beispiel. Oder ein Schönwetter-Fahrradfahrer. Bei mir ist es einfach, ich mag am liebsten einfach, wenn die Sonne scheint. Ansonsten kannst du mich jagen, da will ich nichts zu tun haben damit. Da will ich in meine vier Wände bleiben. Da habe ich einfach keinen Bock dazu. Ich weiß auch nicht. So, und weiter geht's. Ja, und die FarmCon rutscht ja auch schon langsam, aber sicher näher. Bin ich auch mal gespannt, wen ich von euch alles treffe. An der Stelle würde ich mich sehr, sehr freuen. Einfach auf die Schulter tippen, sagen, du, ich bin der und der. Ne? Von Angesicht zu Angesicht kenne ich euch ja nicht. Und auch nicht böse sein, wenn ich den Namen nicht direkt weiß. Bei Spatzern kann sich das immer ganz, ganz schlecht machen. Es ist schrecklich. Es ist unfassbar. Aber ich habe richtig Bock dazu und ich bin mal gespannt, wie Fendt auffahren wird. Da hat ja Deutz schon ordentlich vorgelegt, muss man einfach sagen. Das haben die da schon sehr, sehr gut gemacht. Ich werde beide Tage vor Ort sein. Das heißt also, wenn ihr mich da irgendwo seht, einfach ansprechen und gut ist, ne? Gar keinen großen Hehl drum machen. Wahrscheinlich werdet ihr mich eh bloß am Bierstand sehen. So, jetzt haben wir doch tatsächlich, guck mal, wir brauchen schon eine Stunde. Also wir brauchen tatsächlich länger. Wir haben jetzt 17 Uhr, eine Stunde haben wir auf dem Tacho. Wir brauchen länger zum Schwaden als zum Wenden. Dann wird es auf jeden Fall ein bisschen teurer. Aber noch sind wir gut aufgestellt. Wir haben zwar einen Kredit von 200.000 Euro aktuell aufgenommen gehabt. Ne, dürfen wir nicht vergessen. Für unsere Fahrzeuge. Ich wollte halt auch so ein bisschen anspruchsvoll haben, das Ganze. Ich wollte mir jetzt nicht 5 Millionen aufs Konto packen und dann meinen Hof einrichten und dann starten. Das soll ja ein bisschen anspruchsvoll werden mit der Zeit. Wir haben noch so ein kleines Handgeld, die 20.000. Für gerade solche Geschichten wie jetzt hier unsere Gerätschaften ausleihen. Das ist, glaube ich, soweit ganz in Ordnung. Dann müssen wir uns aber so nach und nach auch mal Gedanken drüber machen über ein paar Einkünfte. Ne? Ich ziehe mal das noch so ein Muckersäckle weiter rüber. Eigentlich will ich ja noch so ein paar Viehers zulegen. Wir hätten ein zweites Vorgewinde noch machen müssen. Na, hier ist es ein bisschen relativ eng hier raus. Zweites Vorgewinde hätte nicht geschadet. Sollen wir da gleich mal hier noch? Wir ziehen es ja hier auch rein. Dann sparen wir uns gleich einmal das Wenden. Ich muss immer erst drüber nachdenken. Ziehe ich es von links nach rechts? Ich habe ja schon mal gesagt, so ein Mittelschwader wäre mir recht. Ihr habt mir geschrieben, Ausgradesign hat wohl da auch einen Schwader drin, wo man zur Mitte ablegen kann. Werde ich mir dann bei Gelegenheit auch mal noch mit reinziehen. Und dann werden wir auch ja, das als Vorführer machen und uns die ganze Geschichte mal angucken. Entschuldigung, da war ein kleiner Räusperer. So. Dann würde ich jetzt aber gleich hier runterfahren, weil sonst habe ich, glaube ich, einen Monsterschwad hier. Würde man das eigentlich machen hier, jedes Mal über die Schwad drüber fahren, die verdichtest du dann auch bis zum Erbrechen, oder? Ja, ich glaube, wir machen heute auch wieder so eine längere Folge, dass wir sozusagen unseren Arbeitsschritt auch beenden. Ich werde mir mal so ein bisschen die Statistik anschauen von den letzten zwei Videos, weil ihr mir ja immer sagt,
mach ruhig gerne ein bisschen längere Videos und dann gucke ich mal, passt es überhaupt, guckt überhaupt jemand so lange oder nicht. Und dementsprechend würde ich dann das Ganze anpassen. Ich ziehe die jetzt ein bisschen gerade raus, dass wir die Kurve auf jeden Fall wieder verlassen. Also ein bisschen angeschlagen bin ich noch. So ein Muckersägele. Ein Muckersägele ist übrigens die kleinste Einheit im Schwabenland. Ja, das gibt hier nochmal links das Schwad und dann sind wir auch durch. Wenn da so ein bisschen was übrig bleibt, hey, dann ist es halt so, ne? Da werde ich zwar unruhig schlafen als Schwab, ist klar, aber ansonsten passt es. So, noch einmal, dann haben wir es geschafft. Guess I hope. Das war noch nicht ganz hinkriegen, glaube ich, von der Arbeitsbreite her. Anderthalb Stunden. Müssen wir mal schauen, wie ich das jetzt geregelt kriege. Weil aktuell ist es, glaube ich, pro Hektar mit der Rechnung. Schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen im Detail an. Ob ich dem jetzt sagen kann, pass auf, ich hatte das sozusagen 2 Stunden. Ansonsten müsste ich, glaube ich, eine Anpassung vornehmen. Dann berechnen wir das einfach sozusagen im Stundentakt. Heißt, wenn jetzt da dran steht, fürs Schwaden 400 Euro, dann machen wir einfach 800 Euro für die zweite Stunde sozusagen. Ich glaube, das könnt ihr damit klargehen, oder? Gut, bevor wir es vergessen, wir brauchen da klar noch für Instagram. Wir sind ja hier nicht nur Milchviehbetrieb, sondern auch Social Media. Brauchen wir noch ein schönes Bild. Wir wollen uns ja vermarkten hier, ne? Vielleicht so. Zack. Setzen wir heute mal den Pöttinger ein bisschen in den Fokus. Gut, und dann können wir das Ganze ausschalten. Wir können es zusammenklappen. Und dann bringen wir das gute Stück zurück. Mit dem Händler habe ich ausgemacht. Die waschen die Fahrzeuge. Brauche ich erstmal nichts machen. Das ist schon mal gut. Ja, wahrscheinlich muss ich da halt im Hans am Stammtisch wieder Bierle dafür zahlen. Wisst ihr, wie es läuft. Gut. Und dann machen wir die Abrechnung. Und dann können wir, glaube ich, auch dann langsam, aber sicher in den nächsten Tag reinstarten. Ich glaube nicht mehr, dass ich das zeitlich schaffe, vor der Dunkelheit hier jetzt noch die Ballen pressen. Und ganz ehrlich, Nachtfolgen auf YouTube sind nicht gern so gesehen. Man sieht halt wenig von der Umgebung und so weiter. Kann ich nachvollziehen und deswegen werde ich wahrscheinlich die Ballen am nächsten Tag pressen. Wir müssen dann, glaube ich, im zweiten Tag im Mai sein. Ich habe es erhöht auf 2 Tage pro Monat. Dann sind wir, glaube ich, da immer noch auf einem guten Weg. Dann haben wir noch einen Monat Zeit für den Weizen. Dann müsste der Weizen schon erntereif sein oder zumindest in den erntereifen Status kommen, glaube ich. Das heißt, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen mit Maschinenring mit einem Mähdrescher. So. Einwandfrei, das läuft halt wie geschmiert, hey. Einwandfrei. Normalerweise soll ich die Aufnahmesession nutzen und einfach weiter aufnehmen. Wenn schon kein Chaos passiert. Gut, also wir haben jetzt gute anderthalb Stunden das Gerät ausgeliehen gehabt. Jetzt gucken wir mal rein. Wir haben hier einmal unseren Hof. Wir müssen rüber in den Maschinenring logischerweise.
gehen rein in Rechnungen und dann werden wir eine Rechnung erstellen. Neue Rechnung für den Hof Kneisel. Wir haben Schwaden, 400 Euro pro Hektar. So, ich kann hier noch ganz kurz die Wiese auswählen. Die 104 war das. Ich kann hier die Anzahl nicht erhöhen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es tatsächlich die Stundenanzahl. Schreibt mir das gerne mal rein. Ansonsten würde ich jetzt sagen, das Ding kostet 400 Euro und wir passen das Ganze auf 800 an. Wir haben sozusagen 2 Stunden das ausgeliehen. Es ist halt happig, der Preis. Macht es Sinn? Machen wir es anders. Wir lassen die 400 drin und ihr schreibt mir rein, was das hier zu bedeuten hat. Ist es die Stunde? Hätte ich jetzt 2 Stunden das Ding ausgeliehen, würde hier 2 stehen? Ich weiß es nicht. Rechnung erstellen. Vom Betrag her würde es auch passen mit meiner Liste im Discord, zumindest so ähnlich. Ne? Gut, dann muss ich wieder rüberwechseln in meinen Hof. Gehe wieder rein in die Rechnungen und da habe ich hier die offene Rechnung, 530 Euro vom Maschinenring. Und dann können wir das Ganze zahle die Rechnung. So, hier kann ich noch die Details angucken. Maschinenring an den Hof Kneisel fürs Schwaden. Zack, ist das Ding erledigt. Gut, Freunde, in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Restmontag und guten Start in die neue Arbeitswoche ab morgen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Abo nicht, kostet mir immer nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier von der Ellerbach. Macht's gut, bis dann, euer Jogi. Ciao.